Deshalb mal zu Beginn, wann du hier überhaupt richtig bist. Wenn du spürst, dass da noch mehr ist und dass du das Gefühl hast, also dass es noch mehr in deinem Leben geben muss und dass du das Gefühl hast, da fehlt noch etwas in deinem Leben. Wenn du tatsächlich endlich mal deinen Seelenplan leben möchtest, deine Lebensaufgabe erkennen möchtest und wissen möchtest, warum du überhaupt hier bist, ja? Und auch, ganz wichtiger Punkt, wenn du schon viel unternommen hast, dir aber immer noch Antworten fehlen. Das heißt, wenn dir die Klarheit fehlt, was der Sinn deines Daseins hier auf unserer wunderschönen Mutter Erde ist, was deinem Seelenplan entspricht und du viel mehr in deine Freude kommen möchtest, in die Leichtigkeit kommen möchtest. Und auch wenn du das Gefühl hast, da gibt es noch mehr für dich zu tun, da muss es noch irgendetwas geben, was dich tatsächlich ausfüllt. Ja? Und du bist ja auch richtig, wenn du vielleicht aufgrund der besonderen Situation, die wir da draußen haben, wir kriegen zwar hier auf Zypern nicht so viel mit von, aber dennoch, so ganz an uns vorbei geht es ja auch nicht. Man kriegt ja auch immer was erzählt. Wenn du momentan wichtige Entscheidungen zu treffen hast bezüglich deines weiteren beruflichen Weges vielleicht und noch unentschlossen bist, wo führt der Weg hin? Vielleicht hast du schon dran gedacht, dich selbstständig zu machen oder bist auch nebenberuflich selbstständig oder auch hauptberuflich. Es läuft aber nicht so rund, wie du es gerne hättest. Du kannst nicht gut davon leben oder was auch immer. Auch dann bist du hier richtig, weil dann fehlt auch die Klarheit, wie ich das immer gerne nenne, die Quintessenz seiner selbst. Denn Wahrheit, ich hätte dich nicht hier in mein Universum einladen können oder hier auch in unsere Erfolgscommunity, wenn du nicht sehr feinfühlig wärst, wenn du nicht sogar dich vielleicht als hochsensibel bezeichnen würdest, wenn du sehr ein Wahrnehmen bist und wenn du einfach tief in dir spürst, hey, irgendwie bin ich anders als viele andere. Vielleicht erinnerst du dich eher noch als Kind daran, dass es dir in der Schulzeit so ging. Oder auch noch vor der Schulzeit, dass du immer gedacht hast, irgendwas ist hier falsch, irgendwie bin ich hier fehl am Platz oder so. Oder irgendwie bin ich anders als andere. Ja? Dann herzlich willkommen nochmal in unserer Erfolgscommunity hier. Und hier zum Sonntag-Live-Training. Ich gratuliere dir doch, dass du hier bist, denn das zeigt, Sonntagmorgen 9 Uhr hier am Start zu sein. Und natürlich auch, wenn du dir später das Replay anschaust, auch dann. Das zeigt, dass du wirklich jetzt mehr machen möchtest aus deinem Leben. Und deshalb so schön, dass du da bist. Und damit darf, wenn du das möchtest, auch Schluss sein damit, ständig irgendetwas Neues auszuprobieren, da nochmal ein Persönlichkeitscoaching zu machen, da nochmal eine Familienaufstellung, da nochmal eine Ahnenaufstellung. Und letzten Endes, vielleicht hast du diese Erfahrung schon gemacht, nichts fühlt sich danach wirklich richtig oder anders an. Oder vielleicht hast du schon mit Energiearbeit versucht, mehr Klarheit zu bekommen, Readings, was auch immer. Also, wenn du jetzt tiefer in deinen Plan eintauchen möchtest, dann willkommen hier zum Live-Training. Heute geht es um die Botschaften, die unsere Seele uns über unseren Körper schickt. Man nennt es da draußen auch Krankheitssymptome oder Krankheitsbilder. Ich nutze lieber den Ausdruck, es sind Botschaften der Seele, es sind Disharmonien, die in unserem Körper im Laufe der Jahre entstanden sind. Es ist irgendetwas in unserem Körper nicht in Balance, weil wir Dinge machen, die nicht unserem Selbst entsprechen und also unserer Seele entsprechen. Und so ist irgendetwas aus der Harmonie geraten. Ja? Und deshalb bezeichne ich das lieber als eine Disharmonie, als ein Krankheitsbild. Und für die Neuen hier, die sich jetzt fragen, wer bin ich? Mein Name ist Irmgard Anna Bronder und ich helfe Frauen dabei, in erster Linie Frauen, Männer sind natürlich auch herzlich willkommen, mithilfe ihres Seelenplanes das Hamsterrad zu verlassen, um selbstbestimmt mehr Freude, Leichtigkeit, Spaß und Geld im Leben zu haben.
Ich bin seit 2005 auf diesem Weg. Inzwischen gibt es die Irmgard Anna Bronner Akademie mit unterschiedlichen Mentoring-Programmen, wo ich dich in dein freies Leben ganz nach deinem Herzen begleite. Und diese körperlichen Signale, über die ich heute mit dir spreche, sind alles Signale, die meine Seele mir früher auch über den Körper geschickt hat. Ich komme ursprünglich aus dem öffentlichen Dienst, habe 30 Jahre im öffentlichen Dienst gehockt, war die ersten Jahre zwar sehr stolz auf diese Stelle, aber im Laufe der Zeit wurde ich einfach unzufriedener und fühlte mich fehl am Platz und wollte mir auch nicht mehr vorschreiben lassen, meinen Tag von anderen vorschreiben lassen, wann ich am Arbeitsplatz zu sein habe, wie viel Geld auf mein Konto kommt, wann Geld auf dem Konto kommt, wie viel Urlaub ich haben darf, wann ich Freizeit habe. Und wann ich irgendwelche Dinge machen muss, die ich eigentlich nur des Geldes wegen mache. Ja? Und da wollte ich einfach raus. Und so bin ich auf diesen Weg gekommen. Und im Hinblick auf die Disharmonien, die mich jahrelang begleitet haben, das war Gott sei Dank nicht alles auf einmal, sondern immer nur mal da was, da was, da was, da was. Aber letzten Endes waren es alles Botschaften meiner Seele für mich damals, hey, korrigier deinen Weg. Ich hatte nur viele Jahre lang nicht den Mut, tatsächlich meinem Herzen zu folgen, weil ich immer sehr verstandesmäßig orientiert war. Und das haben wir ja auch gelernt in unserer Kultur. Wir wissen zwar aus dem Volksmund, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Aber letztendlich kommen wir mit unserer Denkweise und mit unserem Verstand niemals wirklich dort an, wo wir eigentlich hinwollen, hier tief in uns selbst, in unserem Herzen. Und verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, den Verstand auszuschalten. Wir brauchen den Verstand, aber ihn einzusetzen als Diener und nicht als Herrscher. Liebe Bianca, wunderschönen guten Morgen, schön, dass du dabei bist auch. So, und jetzt verrate ich dir mal so einen kleinen Auszug von den Disharmonien, die ja meine Seele mir geschickt hat über meinen Körper als Botschaft. Das waren schon ganz, ganz früh hat das schon angefangen mit regelmäßigen Magenschmerzen, Magenschleimhautentzündungen, Rückenschmerzen. Da waren dann teilweise auch so Ängste da von einem Bandscheibenvorfall auch. Hexenschuss, dann gab es mal eine Phase, wo ich Augenschmerzen hatte. Das war teilweise so schlimm, wenn ich mit dem Auto unterwegs war, ich musste rechts ranfahren, ich konnte die Augen gar nicht mehr aufmachen. Ja? Weil da irgendwas geschmerzt hat. Ja, ich war damals natürlich auch bei Ärzten und habe alles Mögliche untersuchen lassen, aber keiner konnte mir natürlich eine Diagnose stellen, weil es letzten Endes tatsächlich Botschaften von der Seele waren, die mich darauf aufmerksam machen wollten, hey, korrigier bitte deinen Weg. Dann habe ich mich natürlich nicht in meiner Haut wohlgefühlt, was zu Neurodermitis geführt hatte. Ich hatte mir nachts unter der Bettdecke die Oberarme blutig gekratzt. Ja? Dann gab es eine Phase, wo ich eine Herausforderung mit Asthmaanfällen hatte. Dann gab es mal so dieses klassisches Schulter-Nacken-Syndrom. Wenn ich ehrlich zu mir selbst war, ich wusste, es hat nichts damit zu tun, dass ich viel am Schreibtisch hocke oder dass ich einen Bürojob habe. Aber das ist natürlich das, was man im Außen hört. Und ich sitze ja jetzt teilweise auch manchmal viel am Schreibtisch. Und ich habe hier keinen Schreibtisch mit einem ergonomischen Stuhl, wo alles so auf meine Körpergröße angepasst ist, so wie man das auch in den klassischen Büros eigentlich kennt. Und habe keine Schulternackensyndrom mehr. Ja? Manchmal war es auch so, dass mir die Arme und ein bisschen die Hände, das ist so ein Taubheitsgefühl da, weil es eingeschlafen war quasi. Abgesehen mal von der Energielosigkeit, Schlafprobleme, die dann natürlich auch viele, das höre ich auch immer wieder, das hat jetzt was mit dem Alter zu tun, das hat was mit den Wechseljahren zu tun, das hat was mit der Hormonumstellung zu tun. Ganz ehrlich, darf ich dich dazu einladen? Diese Glaubenssätze, dass irgendwelche körperlichen Beschwerden, egal was es ist, etwas mit Wechseljahren, mit Hormonumstellungen oder im Winter Schnupfen mit der Kälte zu tun haben oder keine Ahnung mit was oder im Sommer Kreislaufprobleme mit der Hitze, was auch immer. Es sind alles Botschaften, wo deine Seele dir
über deinen Körper Signale schickt, korrigier bitte deinen Weg. Deshalb meine Einladung an dich. Jetzt mal. Schick mal all die Glaubenssätze, all die Muster, all die Prägungen, die du bis eben aufgenommen hast. Schick sie mal alle weg. Lasse los. Denn wenn es so wäre, dann müsste ja jeder, der Hormonumstellungen hat, jeder, der, keine Ahnung, im Büro hockt, jeder, der am Schreibtisch viel hockt oder jeder, der in die Wechseljahre kommt oder was, da müsste ja jeder solche Disharmonien haben. Es sind alles Hinweise deiner Seele, die dich darauf aufmerksam machen möchte. Korrigier bitte deinen Weg. Deshalb Einladung, lass das mal alles los. Und es gibt so ein schönes Sprichwort, wo die Seele sich mit dem Körper unterhält und die Seele zu dem Körper sagt, geh du vor, auf mich hört er, damit ist der Mensch gemeint, auf mich hört er nicht. Und dann sagt der Körper, okay, ich werde krank werden, dann wird er auf dich, auf die Seele lauschen, dann wird er auf dich hören. Nur letztendlich haben wir in unserem System hier, und das hat man uns ja nie beigebracht, und das ist auch kein böser Wille von unseren Eltern oder den Großeltern gewesen, die haben es ja auch nicht anders erfahren, dass unsere Seele über die leisen Botschaften von Gefühlen mit uns kommuniziert. Das bekommen zum Beispiel die Aborigines beigebracht. Im Alter von etwa 18 Monaten, wenn die Seele dir eine Botschaft schickt, in Form eines Gefühles, dann gibt es nichts Wichtigeres, als sich zurückzuziehen und auf die Botschaft zu lauschen. Das hat man uns nie beigebracht. Und so haben wir diese Gefühle, diese Botschaften, diese leise Sprache der Seele nie kennengelernt und haben im Gegenteil versucht, uns immer mehr und mehr im Außen anzupassen und diese Dinge für normal zu halten. Und deshalb dieses Sprichwort, wo die Seele sich mit dem Körper unterhält, geh du vor, auf mich hört er nicht, und der Körper dann zur Seele sagt, okay, ich werde krank werden, dann wird er auf dich hören. Selbst da haben wir gelernt, wenn man tatsächlich, wenn es mal so heftig wird, wie das bei mir früher auch das ein oder andere Mal der Fall war, von der Senkrechten in die Waagerechte durch einen Hexenschuss zum Beispiel, wo da nichts mehr ging, wo ich mir mit 30 schon so einen Rollator gewünscht hätte, an dem ich hätte laufen können, weil ich einfach ohne gar nicht laufen konnte und schon gar nicht schmerzfrei. Das waren Gott sei Dank immer nur so kleine Phasen. Was heißt Gott sei Dank? Wäre es heftiger gewesen, hätte ich wahrscheinlich eher die Kurve gekriegt. Aber ich habe mich natürlich auch damit arrangiert, sage ich dir ganz ehrlich. Aber das musst du nicht machen. Du darfst jetzt die Kurve kriegen, ja? Du musst dich nicht weiter mit diesen Disharmonien auseinandersetzen. Und da haben wir einfach auch gelernt, die Verantwortung abzugeben an jemand anderen. Und damit möchte ich nicht in Frage stellen und schon gar nicht dich dazu einladen, nicht zum Arzt zu gehen, sondern einfach die Einladung, dich dem Gedanken zu öffnen, dass dein Körper dir immer nur Botschaften schicken, dass das immer nur gut gemeinte Botschaften sind. Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, weißt du ganz genau, in welchen Bereichen du eigentlich dein Leben viel lieber in eine andere Richtung lenken möchtest. Ja? Weil der Körper ist immer das Spiegelbild auch der Seele. Und von den Symptomen, von den Disharmonien, können wir im Grunde genommen auf unser eigenes, ja, wenn ich jetzt sage Fehlverhalten, klingt das ein bisschen heftig, aber letzten Endes ist es ein Verhalten, das nicht unserem Seelenplan entspricht, das nicht unserer Seelenaufgabe entspricht. Und das erfordert natürlich in einem ganz, ganz hohen Maße die Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Also die Ehrlichkeit dir selbst gegenüber, zu schauen, in welchen Bereichen in meinem Leben lebe ich nicht wirklich mein Leben, so wie ich es eigentlich gerne hätte, in welchen Bereichen meines Lebens rede ich mir meine Situationen noch schön und tröste mich damit, da draußen gibt es ja welche, denen geht es noch schlechter als dir, gib dich doch bitte mit dem zufrieden,
Dazu mal gleich Klammer auf, Klammer zu, ein Hinweis für dich. Wenn du mit anderen mitleidest oder wenn wir mit anderen mitleiden und uns auch nicht erlauben, unsere wahre Größe anzunehmen, unser wahres Potenzial zu leben, den Beitrag hier in der Welt zu sein, warum wir eigentlich hier sind, damit nutzt es niemandem etwas. Im Gegenteil, damit wird alles noch energieloser, um es mal so auszudrücken. Denn wann kannst du ein Beitrag sein da draußen, wenn du dir erlaubst, in deine eigene Macht und Größe zu gehen und eine Botschaft mit der Welt teilst und die Lebensfreude, die Liebe, das Licht, dein Potenzial, das ganz natürlich in dir angelegt ist, wenn du dir erlaubst, das da draußen mit der Welt zu teilen, wenn du das kannst weiterfließen lassen, dann bewegen wir etwas. Nicht, wenn wir uns selbst erzählen, da draußen gibt es ja welche, denen geht es noch schlechter. Sondern wenn du dir erlaubst, deine wahre Macht und Größe anzunehmen, dann kannst du den Menschen da draußen erst helfen. Oder der Beitrag sein. Und da verhalten wir uns. Ich bringe dir mal noch zwei metaphorische Beispiele, die das so wunderbar auf den Punkt bringen, damit wir auch deinen Denker, den Verstand jetzt mit im Boot haben. Der will ja immer solche Dinge greifen. Wir verhalten uns mit diesen Botschaften, die die Seele uns schickt, im Grunde genommen so. Stell dir vor, du bist mit einem Auto unterwegs und da geht die Ölkontrollleuchte an. Was machst du da? Du fährst wahrscheinlich nicht in die nächste Apotheke und holst dir ein Pflaster und klebst das aufs Armaturenbrett, damit du die Kontrollleuchte nicht mehr siehst. Du fährst wahrscheinlich in die nächste Werkstatt und lässt nachschauen, weil du genau weißt, das Auto fährt dann sonst nimmer lange, wenn was mit dem Öl nicht stimmt. Ja? Oder anderes Beispiel, das ist auch so greifbar, bringt es auch so gut auf den Punkt. Ist mir heute Morgen eingefallen, weil wir hier so ja, sportlich warme Temperaturen haben. Stell dir vor, deine Gefriertruhe ist defekt. Und dann weißt du ganz genau, die Nahrungsmittel, die da drin sind, die fangen bald an, schlecht zu werden. Und das Betriebslämpchen außen an der Gefriertruhe ist auch aus. Was machst du da? Du öffnest die Truhe, versuchst die Nahrungsmittel noch zu retten und lässt die Truhe reparieren. Da würden wir nicht auf die Idee kommen, auch einfach das Lämpchen nur auszutauschen, an der Truhe und sonst nichts zu machen. Und so verhalten wir uns im Grunde genommen mit den Botschaften, die der Körper uns schickt, über die Seele, und wir missachten sie. Deshalb Einladung an dich: Öffne dich dem Gedanken oder begib dich auf den Weg, dich dem Gedanken zu öffnen, dass diese Disharmonien, diese Botschaften, die dein Körper bis eben dir geschickt hat, nichts anderes sind als letztlich Hilferufe deiner Seele. Schau hierher, schau hier in dich hinein, entdecke deinen Seelenplan, deine Lebensaufgabe, deine Mission, warum du hier bist, und folge diesem Plan. Weil ich kann dir eins sagen, von mir und auch von vielen Menschen, die ich die letzten Jahre schon begleiten durfte, die sich erlaubt haben, ihren Seelenplan zu entdecken, ihre Lebensaufgabe zu leben, ihre Mission da draußen mit der Welt zu teilen, sprich auch dem Ruf der Seele zu folgen, also auch ihren Seelenberuf daraus zu kreieren, einschließlich mir selbst. Die Seele hat dann keinen Grund mehr, Botschaften zu schicken in Form von Disharmonien. Ja? Ich habe inzwischen weder Augenprobleme noch Asthma noch Rückenschmerzen noch sonst irgendetwas. Und das mal als dich noch zu deiner Rückenstärkung im wahrsten Sinne des Wortes. Erlaube dir radikale Ehrlichkeit zu dir selbst. Und erlaube dir den Gedanken, dass du hier bist mit einer Mission, die du auf eine ganz besondere Art und Weise in dir trägst, die nur tief in dir noch verborgen ist bis eben. Und erlaube dir auch den Gedanken, dass du das Allerallerbeste verdient hast, um das Allerallerbeste weiterfließen zu lassen, um der Allerallerbeste Beitrag für die Welt da draußen zu sein. Ja? Weil gesundheitliche Herausforderungen,
sind im Grunde genommen auch mehr als rein körperliche Disharmonien oder körperliche Aspekte. Es hat auch ganz viel mit unserer Denkweise zu tun, weil Gedanken sind nicht nichts. Gedanken sind auch eine Form von Energie, die wir aussenden, und Gleiches zieht Gleiches an. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir, und das ist auch ein alter Bibelspruch, nach deinem Glauben wird dir geschehen. Wenn wir glauben, es ist normal, mit zunehmendem Alter die Wehwehchen zu bekommen, als ich mich so auf die 50 zubewegt hatte, wie oft habe ich vom Umfeld gehört, ja, wenn man erstmal 50 wird, dann geht es bergab und dann ist dies oder jenes und das. Ich habe immer gedacht, was für ein Bullshit, warum muss das so sein? Nein, lass gut sein, daran beteilige ich mich nicht. Ja? Und habe damals so den Glaubenssatz entwickelt, ich werde jünger, allenfalls meine Kinder oder unsere Kinder werden älter, so nach dem Motto, ja. Okay. Und schau mal, noch ein anderes Beispiel. Wir alle kennen doch so das Gefühl, wenn man so frisch verliebt ist, dann haben wir Power ohne Ende, weil wir einfach in einer anderen Energie sind. Weil wir auch auf gewisse Art und Weise in einem seelischen Gleichgewicht sind. Da ist nichts, was unsere Seelenenergie in dem Moment blockiert, unsere Körperenergie. Das heißt, jegliche körperlichen Symptome sind einfach nur verschiedenste Arten von Signalen. Und mit diesen Signalen öffnen wir letzten Endes Disharmonien. Nennst Krankheiten auch gerne die Tür. Und nochmal, ich spreche hier nur aus meiner eigenen Erfahrung, in erster Linie von mir selbst. Es geht nicht darum, hier jemanden davon abzuhalten, geschweige denn zu raten oder sowas oder auch Heilungsversprechen abzugeben, nicht zum Arzt zu gehen oder keine Medikamente zu nehmen und, und. Nur in meiner Welt gab es das nie. Und finde du für dich deine eigene Wahrheit. Ja. Und wenn du Fragen da, spezielle Fragen dazu hast, schreib es gerne ins Kommentarfeld rein. Ich schaue jetzt auch am Ende des Lives gern drauf, beziehungsweise auch nachher noch gern drauf und gib dir da gerne auch noch weitere Impulse zu. Ja. So, ich habe eben von deinem wahren Potenzial gesprochen, von dieser Urenergie, die ja in dir verborgen ist. Und das ist auch etwas, was deine Seele hier wollte. Du hast diesen Körper, der Körper ist der Tempel, in dem deine Seele wohnt. Aber du bist ja nicht dieser Körper. Du bist in Wahrheit ein unendlich großes Wesen. Wir haben uns nur von dieser Urenergie entfernt. Die ist aber letzten Endes noch in uns drin. Und eine glückliche Seele, die liebt bedingungslos nicht nur sich selbst, sondern auch andere ohne Wenn und Aber. Und so ist unser Körper auch nicht getrennt von den Gefühlen, sondern lediglich haben wir ganz viel in unser Unbewusstes, in unserem Unbewussten, in dieses Fass, nenn es mal, ich zeichne es jetzt symbolisch mal als Fass, hineingesteckt. Verdrängt, weil wir es nicht anders beigebracht bekommen haben. Und irgendwann läuft dieses Fass über, diese ganzen Verdrängungen im Unbewussten. Ich unterscheide so gerne zwischen Bewusstsein, Unterbewusstsein und Unbewusstem. Und in unserem Unterbewusstsein und noch eine Etage tiefer im Unbewussten, manche sprechen auch so von blinden Flecken, die wir da in uns haben. Da stauen sich diese ganzen Probleme, diese ganzen Themen, wo wir nicht unserem Seelenplan und dem Ruf unserer Seele folgen, wo wir uns angeeignet haben, uns zu verbiegen, Dinge zu machen, nur des Geldes wegen, Dinge zu machen, weil wir glauben, das ist halt so. Ja? Und irgendwann läuft dieses Fass über, explodiert dieses Fass. Und so kommen dann diese Krankheitssymptome, diese Disharmonien zum Vorschein und blockieren in unserem Körper gewisse Bereiche. Und so kommt es zu diesen Symptomen. Und du kennst bestimmt dieses Sprichwort auch, in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. So, jetzt können wir natürlich hingehen
eine Möglichkeit, jedes einzelne Symptom deuten. Wir können zum Beispiel hingehen und sagen, okay, wenn ich jetzt Probleme mit meinen Beinen habe, mit meinen Füßen, mit den Knien, ja, dann deutet das darauf hin, dass ich nicht meinen Weg gehe. Wenn ich auf der rechten Seite Probleme habe, es gibt ja so diese, jeder von uns hat ja eine männliche Seite in sich, eine weibliche Seite, es will alles in diesem Universum ausgeglichen werden. Die rechte Seite, die spricht für die männliche Energie, der männliche Teil in uns, und auch als Frau geht es ja darum, seinen Mann im Leben zu stehen. Und die linke Seite, da geht es mir darum, die weibliche Seite zu leben. Und wenn da irgendwas nicht im Ausgleich ist, wenn ich zu sehr, egal ob als Mann oder als Frau, die weibliche Seite lebe, dann bleibt die männliche Seite auf der Strecke. Oder umgekehrt, ich lebe zu viel die männliche Seite, dann bleibt die weibliche Seite auf der Strecke. Es will alles ausgeglichen werden. So kann ich dann eben auch noch meinen Körper nochmal in diese Bereiche einteilen, in den männlichen Bereich, in den weiblichen Bereich. Wenn ich an meine Augenprobleme zurückblicke, die ich damals hatte, da gab es einfach Bereiche in meinem Leben, wo ich nicht hinschauen wollte, wo ich auch nicht ehrlich zu mir selbst war, was dieses Fass hat überlaufen lassen, dass ich diese Augenschmerzen immer mal wieder hatte. Oder diese Asthmaanfälle, die ich hatte, das war zum einen mangelndes Vertrauen ins Leben, weil ich mich einfach nicht getraut hatte, die Kündigung damals einzureichen im öffentlichen Dienst. Ich habe 30 Jahre gebraucht, also die ersten Jahre war ich stolz auf die Stelle, sagen wir mal 5, 6, 7 Jahre vielleicht, aber danach habe ich immer mehr mich mit dem Gedanken beschäftigt, das ist ja nicht meins, da muss es doch noch mehr geben. Mir hat das Vertrauen gefehlt ins Leben, in mich selbst, ins Universum, tatsächlich dem Ruf meiner Seele zu folgen. Das hat letzten Endes das Fass überlaufen lassen, sodass es auch mal Asthma-Anfälle gab. Und hier, Kehlchakra. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Chakren eingehen. Es gab Dinge, Bereiche in meinem Leben, wo ich das nicht so kommuniziert hatte. Kehlchakra hat ja auch was mit Kommunikation zu tun, wie ich es aber haben wollte. Das kennen wir Frauen vor allem auch. Sag nicht ja, wenn du nein sagen willst. Ja? Wie oft sagen wir ja zu Dingen, wollen aber eigentlich nicht, glauben aber, es geht ja jetzt nicht anders, erzählen uns die Geschichte, es geht nicht anders. Oder Rückenschmerzen, schau mal, kaum jemand von uns schleppt Kohlensäcke mit sich rum und trotzdem, wie viele Menschen haben Rückenschmerzen? Das ist diese energetische Last, die wir letzten Endes da mit uns rumtragen, die wir auf uns geladen haben, bewusst, unbewusst. Energetische Last auch dahingehend, dass wir Dinge für andere tragen, glauben sie für andere zu tragen oder andere tragen zu müssen, und auch die Dinge, die wir auf uns laden, weil wir uns selbst nicht erlauben, unsere volle Energie zu leben, unsere volle Kreativität zu leben. Oder meine Magenschmerzen, meine regelmäßigen Magenschleimhautentzündungen. Wie viel habe ich aufgrund dessen einfach geschluckt und habe mich nicht getraut, das zu kommunizieren, und letzten Endes war es dann zu viel für die Magenschleimhaut, die sich dann entzündet hat. Wenn ich ehrlich zu mir selbst damals schon gewesen wäre, oder da war auch diese Stimme da, der ich aber einen viel zu kleinen Raum eingeräumt habe, dann wusste ich ganz genau, wo die Lügen in meinem Leben sind, wo die Unwahrheit in meinem Leben ist. Aber ich habe es mir viele Jahre nicht zugestanden. Und deshalb würde ich dich jetzt mal dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen, diese Botschaften. Da geht es jetzt nicht darum, dass du ein schlechtes Gewissen bekommst oder denkst, um Gottes Willen und, sondern der allererste Schritt zur Veränderung beginnt immer damit, dass du es erkennst. Und wir sind inzwischen hier im goldenen Zeitalter angelangt. Die Erde, unsere Mutter Erde, Lady Gaia, alles, das ganze Universum schwingt in einer immer schneller, höher werdenden Energie. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Zahlen kann ich dir jetzt nicht nennen, da bin ich immer so pragmatisch unterwegs, habe da wenig Verständnis für diese Zahlen, aber kannst dir auch googeln, wenn du möchtest. Und die Menschen, die sich jetzt dagegen wehren, mit dieser
Energieanhebung mitzugehen. Die versuchen ja krampfhaft dagegen zu steuern und gegen das gesamte Universum. Wir sind alle ein Teil des Ganzen. Haben wir nun mal keine Chance. Da ist so eine unendliche Kraft, die uns belebt, die uns durchströmt, die uns auch über unseren Atem am Leben erhält. Es macht keinen Sinn, letzten Endes sich dagegen zu wehren. Nur diejenigen, die es nicht besser wissen, und zu denen gehörst du nicht, sonst wärst du nicht hier. Du hast diese tiefe innere Weisheit in dir. Und diejenigen aber, die sich dagegen sträuben, das sind genau diejenigen, die jetzt, wenn man es von der energetischen Ebene sieht, versuchen dagegen zu steuern. Und umso mehr zeigt der Körper dann einfach Reaktionen, Reaktionen im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das Zeitalter, das wir jetzt haben. Und das hat auch seinen Sinn. Kosmos kommt aus dem Griechischen, wir leben in einem großen Kosmos und heißt übersetzt perfekt, es hat alles eine perfekte Ordnung. Auch wenn wir gerade jetzt da draußen glauben, da ist das einfach nur noch Chaos. Es hat seinen Sinn, es hat seine Ordnung. Und letzten Endes mit unseren Gedanken, ist noch ein anderes Thema, gehe ich jetzt im Detail nicht drauf ein, aber mit unseren Gedanken, und das merken wir hier innerhalb unserer Familie ganz, ganz enorm und auch innerhalb der Menschen, die ich in der Akademie begleiten darf, wir erschaffen uns unsere Welt selbst, so wie sie uns gefällt. Das im Außen ist immer ein Spiegel unseres Innen. Das, was du im Außen siehst, ist ein Spiegel deines Inneren, deiner Seele, wie auf eine Leinwand produziert. Und das alles, dazu würde ich dich einladen, kannst du jetzt ändern. Das ist das goldene Zeitalter. Jetzt darf es schnell gehen, es darf rasch gehen, es darf mit Entscheidungen gehen. Wir sind jetzt in einem Zeitalter angelangt, wo wir nicht nochmal, ich kenne das aus meinen Anfängen, als ich noch klassische Praxisräume hatte, da habe ich viel mit Aufstellungen gearbeitet, mit der Timeline, mit Rückführungen, mit allen möglichen Transformationstechniken. Jetzt, in diesem Zeitalter, in diesen Zeitenergien, in die wir gerade angekommen sind, darf es mit einer Entscheidung gehen. Das heißt, ich würde dich jetzt mal gerne dazu einladen, mal alle Barrieren, alle Mauern, alles das, was du um dich aufgebaut hast, an Energien, an Schutzwellen, was auch immer, einfach mal herabzufahren in Mutter Erde. Atme mal dabei auch aus. Mach das jetzt gerne mal mit. Kannst auch gerne mal für einen Moment deine Augen schließen. Musst du nicht, du kannst auch nichts falsch machen. Stell dir einfach vor, wie all diese Mauern, diese Barrieren, was du bis eben um dich aufgebaut hast, wie du das alles einfach mal in Mutter Erde absenkst. Und dann stell dir einfach mal vor, wie du dich ausdehnst in dein wahres, unendlich großes Wesen, das du ja bist. Du hast diesen Körper, aber in Wahrheit bist du ein endlich großes, energetisches Wesen. Und jetzt dehn dich mal aus, weil diese ganzen Dinge, die da bis eben noch auf dich eingestürmt sind, das sind so die Dinge, die uns dazu verleiten lassen, dass wir uns in die Enge zurückziehen. Ich übertreibe das jetzt hier mal so, nur um dir ein metaphorisches Bild mal mit auf den Weg zu geben. Jetzt es zieht sich alles zusammen, Enge. Und jetzt geht es darum, wenn ich dich dazu einlade, dich mal auszudehnen in alle Richtungen, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Stell dir einfach mal vor, du kannst dich in alle Richtungen ausdehnen. Wenn ich mir das vorstelle, du merkst das schon, mein Körper, der will immer so ein bisschen ja, hin und her wippen, dann erlaube es ihm. Und dann kannst du jetzt mal hingehen und einfach mal dir noch vorstellen, wie du einfach mal alles abschüttelst, was du bis eben aufgenommen hast, was du geglaubt hast, was sein muss, wo du Wahrheiten von anderen aufgenommen hast oder deren Muster. Schüttel einfach mal alles weg von dir. Stell dir jetzt einfach mal vor, zu deinem höchsten Wohle, zum höchsten Wohle aller Beteiligten, kannst du einfach mal alles wegschütteln. Ja, alles mal weg. All diese Musterprägungen, wo du bis eben auch noch ja, vielleicht auch Disharmonien aufgenommen hast von anderen, die sich auch bei dir als Disharmonie in deinem Körper bis eben gezeigt haben. Schüttel mal alles weg, mach einfach mal mit. Und gleichzeitig atme mal aus, lass auch über deinen Atemstrom mal alles los.
was du bis eben da noch aufgenommen hast, eingeatmet hast. Atme mal aus. Und auch so das Letzte, an dem du bis jetzt noch festhältst, auf einer bewussten oder auch unbewussten Ebene, atme auch das mal noch aus. Stell dir vielleicht gerne vor, da ist so eine goldene Schale vor dir. Und alles das, was jetzt nicht zu dir gehört, gib das einfach mal alles an die goldene Schale ab. Stell dir einfach mal vor, das alles abzugeben an die goldene Schale. Ja. Hallo Myriam, wunderschönen guten Morgen. Wow, die Myriam schreit Husten, als ich meine neue Stelle angenommen habe. Ich dachte, es wäre eine Allergie, bis es mir wie Schuppen von den Augen fiel, bis ich mich getraut habe zu sagen, was mir nicht gefällt. Und es war sofort vorbei mit dem Husten. Wow, Myriam, danke, 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 dass du das hier teilst. Auch zur Rückenstärkung von allen anderen, die jetzt vielleicht meine Worte noch ein bisschen in Frage gestellt haben. Super, danke. Ja, wie viel mehr ist jetzt noch möglich? Wie viel mehr ist jetzt noch möglich? Also, wir waren dabei, dass ich dich eingeladen habe, mal noch all das, was jetzt immer noch so ein bisschen irgendwo in den Ecken bei dir hockt, wo du noch dran festhältst, lass einfach mal los. All das, was nicht zu dir gehört, all die Disharmonien, die Muster, die Prägungen, die Lasten, die Altlasten. Gib's mal ab in die goldene Schale. Und ich lade dich ein, auch dich den Gedanken zu öffnen, dass du zu jeder Zeit beschützt bist. Dass du dich zu jeder Zeit beschützt fühlen darfst. Dass zu jeder Zeit das Universum wohlwollend an deiner Seite ist, das Leben wohlwollend an deiner Seite ist. Und da darfst du dich jetzt auch noch von den Mustern lösen und auch die zurückschicken. Das Leben ist eine harte Schule. Von nichts kommt nichts. Ich muss viel leisten. Und tralala, schick mal alles weg. Komm mal ganz so bei dir selbst an. Bei deinem So-Sein, bei deinem Gewahrsein, so wie du eigentlich bist. Was dich eigentlich ausmacht. Deine Einzigartigkeit, die du in dir trägst, dein ureigenes Potenzial, deine eigenen Gaben, deine eigenen Stärken, das, was wirklich zu dir gehört. Und dann lade ich dich dazu ein, dich auch dem Gedanken zu öffnen, dass dein Körper ganz genau weiß und eine viel, viel größere Weisheit in sich trägt, als die dir bis eben noch bewusst war. Und so würde ich dich auch gern zu einladen, künftig auf deinen Körper zu hören. Und du kannst jetzt mal gerne, wenn du das möchtest, auch mal deinen Körper fragen: Körper, wo möchtest du berührt werden? Und leg da mal gerne ganz intuitiv deine Hände hin und stell dir mal vor, du hast eben ganz viel Energie, die nicht zu dir gehört, losgelassen. Jetzt stell dir mal vor, über diese Bereiche kannst du jetzt universelle Energie anzapfen und zu dir fließen lassen und über deine Hände in deinen physischen Körper hineinströmen lassen und erlaub dir diese Energie auch anzunehmen. Und das kannst du unterstützen, indem du tief und genüsslich durch die Nase einatmest. Und dir gleichzeitig vorstellst, wie nicht nur über die Nase, sondern auch über die Bereiche in deinem Körper, wo deine Hände jetzt auflegen, diese Lebensenergie in Form von Licht, in Form von Liebe in deinen Körper einströmt und mit weiteren Einatmungszügen tief und genüsslich erlaubt, diesen Energien auch deinen physischen Körper zu durchfluten, zu durchpulsen, sodass alle Zellen und Organe durchflutet und durchpulst werden. Und erlaubt diese Energie auch über den physischen Körper hinaus zu strömen, in alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins. Und tank dich mal so auf mit diesen Energien, die jetzt wieder zu dir zurückfließen. Wow, merkst du schon?
wie dein Raum aufgeht, wie du belebt wirst von dieser Energie. Und wie wäre es, wenn du dir das jetzt aneignest, davon mehr zu dir fließen lässt? Noch mehr. Fühl dich mal so ganz angebunden an diesen unendlichen Energiestrom, an den du ja auch eigentlich angebunden bist. Nur bis eben hast du dich auf unbewusste Weise, warum auch immer, vielleicht ein Stück weit abgeschnitten. Erlaub dir diesen Gedanken, dass du dich jetzt in diesem Moment angebunden hast an diese universelle Energie nochmal. Okay. Und erlaub dir auch mal mit deinem Körper ab jetzt viel mehr zu kommunizieren und deinen Körper zu fragen: Körper, was brauchst du? Was möchtest du? An Nahrung, an Kleidung, an Umgebung. Du kannst ab morgen deinen Kleiderschrank aufmachen und zum Beispiel deinen Körper fragen: Körper, was möchtest du heute tragen? Du kannst heute für den Rest des Tages und ab heute deinen Körper fragen: Körper, was möchtest du an Nahrung? Was brauchst du? Körper, wo möchtest du wirklich leben? Und dann geht es darum, mit deinem Körper zusammen auch zu beginnen, da sind wir beim Kopf, der auch zum Körper gehört, stabil das zu denken, was wirklich dich zu deinem Seelenplan führt, was wirklich zu deiner Lebensaufgabe gehört. Und aufzuhören, dich denken zu lassen. Nochmal, ich lade dich gerne dazu ein, aufzuhören, dich denken zu lassen. Was meine ich damit? Erinnere dich, als du heute Morgen aufgewacht bist im Bett. Du hattest wahrscheinlich noch gar nicht richtig die Augen auf. Schon hat es angefangen, in dir zu denken. Und da geht es schon darum, bewusst deine Chefposition, ich nenne es jetzt mal Chefposition, einzunehmen. Du bist der Chef, du bist die Chefin im Ring. Und dann schon anzufangen, bewusst zu denken, nämlich das zu denken, wo du auch wirklich in künftig dort ankommst, wo du hin willst. Weil mit der bisherigen Denkweise bist du auch in den Bereichen in deinem Leben angekommen, wo es einige Bereiche gibt, wo du sagst, das ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Da lebe ich nicht wirklich meinen Seelenplan, da erfülle ich nicht wirklich meine Lebensaufgabe. Du darfst dich jetzt dafür entscheiden, zu beginnen, stabil das zu denken, das dich dorthin bringt, wo du wirklich hin möchtest, in dein freies Leben. Und erlaub dir da auch bitte mal wieder, deine Träume auszupacken. Erinnere dich mal zurück, von was du geträumt hast als Kind. Wenn dir das nicht gelingt, weil da so viele Schleier und Muster über dich noch gelegt sind. Dann stell dir die Frage, was wäre, wenn alles möglich wäre? Was wäre, wenn alles möglich wäre? Und fang dann mal wieder groß an zu träumen. Wo würdest du leben? Wie würdest du leben? Wie würdest du dich ernähren? Wie würdest du dich kleiden? Und löse dich dann auch bitte von dem Gedanken gleichzeitig, das brauche ich ja nicht. Oder das ist nicht notwendig, das ist nicht erforderlich. Erinnere dich an den Anfang. Öffne dich dem Gedanken, da habe ich das erwähnt, dass du das aller, 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 allerbeste verdient hast, um das aller, allerbeste auch weiterfließen zu lassen. Und darum darf es jetzt für dich gehen, wenn du das möchtest, wenn du frei und selbstbestimmt leben möchtest, den Fokus in diese Richtung auch zu halten und alle Ablenkungen von außen mal auszuschalten. Alle Ablenkungen von außen auszuschalten. Das heißt nicht, dass es jetzt darum gehen muss, wie, ja, wie sagt man so schön, wie ein Elefant im Porzellanladen, nur noch in die Richtung zu gehen, sondern aus der Liebe heraus zu kommunizieren. Wir haben immer zwei Aspekte zum Kommunizieren, aus Angst oder aus der Liebe heraus. Wenn du aus der Liebe heraus zu dir selbst stehst und deine eigene Wahrheit kommunizierst, sei es beim Partner, sei es bei den Kindern, in der Familie, beim Umfeld, am Arbeitsplatz, wo auch immer, kannst du niemals verletzen.
kannst du auch niemals verletzende Worte sagen, kannst du auch niemals andere verletzen. Wir verletzen andere immer nur und es kommt zu Streitereien, zu Diskussionen, zu Ärger und, wenn wir aus der Angst heraus kommunizieren und darunter zählt Wut, Hass, Neid, Zorn, Eifersucht, die Angst zu kurz zu kommen und. Erlaub dir aus der Liebe heraus zu kommunizieren, zu dir selbst zu stehen. Sag nicht ja, wenn du nein sagen möchtest. Und begib dich so, meine Einladung an dich. Was haben wir heute für ein Datum? Heute haben wir den 25. Begib dich so ab heute auf dem Weg in das freie, selbstbestimmte, glückliche, viel freudvollere Leben, auch mit all den Energien, die es dazu braucht, einschließlich auch der Geldenergie. Solange du dich einer Geldenergie verschließt, schneidest du dich ab und löst dich auch mal von allen Prägungen, was Geld ist, was Geld nicht ist und. Wir kämen ja auch nicht auf die Idee, uns vom Sauerstoff, der uns belebt, abzuschneiden, von Energien abzuschneiden. Ja, solange wir so klein eingeigelt sind, atmen wir natürlich nur gerade so viel Energie. Sagt uns der Volksmund auch so schön, mir stockte der Atem vor Angst. Also beginne auch mal bewusst tief einzuatmen und auszuatmen. Das Einatmen hat was mit Annehmen zu tun, das Ausatmen hat was mit Loslassen und gleichzeitig auch mit dem Vertrauen zu tun, dass wieder genug da ist zum Einzuatmen. Ja? Also erlaube dir, die Entscheidung jetzt zu treffen, dass du dich auf den Weg deines Herzens ab heute begibst, die Botschaften, die dein Körper dir schickt, bis eben, was auch immer es ist. Bei mir war früher, das fällt mir jetzt gerade noch ein, auch so eine Stimme da, wo ich mich immer gewundert habe, trotz meiner guten Ernährung, also ich habe mich ja auch eine Weile mal zum großen Teil rohköstlich ernährt, bin immer noch, wenn es irgendwie geht, vegan unterwegs, da wir recht viel unterwegs sind mit der veganen Ernährung, ist das manchmal ein bisschen herausfordernd, dann ernähre ich mich auch schon mal vegetarisch. Und da habe ich auch mich immer gewundert, da war so eine Stimme in mir, da können wir dem Volksmund so viel entnehmen. Wenn du weiter dahin krebst wie bisher, dann kommt auch irgendwann noch die Diagnose Krebs. Und das war etwas, es ist alles, jegliche Disharmonie ist wirklich wieder in Harmonie zu bringen. Sonst gäbe es nicht die Dinge, wo wir in der Medizin davon sprechen oder die Medizin, die klassische Medizin davon spricht, dass ein Wunder geschehen ist, dass Wunderheilungen geschehen sind. Nur mit dieser Diagnose wollte ich mich nicht auseinandersetzen. Deshalb habe ich gesagt, okay, wo auch immer diese Stimme herkommt, ich lausche auf dich. Darauf möchte ich verzichten, auf diese Diagnose. Ich höre auf, dahin zu krebsen, sondern erschaffe mir jetzt wirklich das Leben, so wie es mir gefällt, für mich und für die Familie. Und das kannst du auch und das möchtest du ja auch. Sonst wärst du nicht hier und wirst mit meinen Worten lauschen. Sei es jetzt hier im Live oder im Replay. Ja? Wie viel mehr ist für dich möglich, wenn du es dir erlaubst, es dir möglich zu machen? Für dich, für deine Familie, für deine Liebsten, für dein Leben. Und schau mal, dieses Leben hier im jetzigen Körper, das findet jetzt statt. Das ist keine Generalprobe. Das findet nur jetzt einmal statt. Diese Energie, diese Seelenenergie, die uns belebt, die hatte schon viele frühere Leben. Die wird auch noch weitere Leben haben. Aber ein Teil dieser Energie hat sich nun mal dazu entschieden, in deinem jetzigen Körper zum jetzigen Zeitpunkt zu inkarnieren, um es jetzt esoterisch auszudrücken oder spirituell auszudrücken. Aber das ist auch kein spirituell-esoterischer Hokus, das ist bewiesene Quantenphysik. Und du bist hierher gekommen mit einem, ja, ich nenne das gern unsichtbaren Rucksack, wo deine eigene Botschaft drin steckt, deine eigene Mission. Erlaub dir, sie jetzt auszupacken und den Weg deines Herzens zu gehen. Und noch ein Hinweis zu deiner Rückenstärkung, dein Herz. Es ist schon viel älter als der Verstand. Denn mit der ersten Zellteilung gab es ein sogenanntes Bauchgehirn und der Kopf ist daraus entstanden. Und in deinem Bauchgehirn, da steckt deine Herzintelligenz.
Und die ist viel mächtiger und größer, als wir uns das alle irgendwo vorstellen können. Da gibt es auch Zahlen dazu, die ich aber jetzt nicht parat habe. Mir ist das auch immer so wurscht, welche Zahlen, sondern es geht um die Quintessenz des Ganzen. Der Verstand, der hat sich erst entwickelt, als wir aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt sind. Und so gesehen, dein Herz kann dich nie belügen. Hab den Mut, auf dein Herz zu lauschen. Hab den Mut, jetzt zu beginnen, dein volles Potenzial zu entfalten, zu entdecken. Hab den Mut, den Weg deines Herzens zu gehen. Jetzt. Nicht morgen, nicht gestern, sondern jetzt. Damit dein Morgen und dein Übermorgen auch so wird, wie du es aus ganzem Herzen haben möchtest. Und damit deine Seele ab jetzt weniger oder keinen Grund mehr hat, dir Botschaften über deinen Körper zu schicken, weil du es jetzt erkannt hast. Okay? Das ist meine Einladung an dich. So, und wenn du jetzt noch Fragen dazu hast, oder du sagst, ja, bei mir ist das aber so und bei mir ist das anders, kenne ich auch nur zu gut von mir. Ich poste dir einen Link mal rein zu einem Formular. Da kannst du dich eintragen, was dir im Grunde genommen noch so fehlt, um ja, deinen Seelenplan tatsächlich zu entdecken, zu erkennen. Klick auf den Link und füll das Formular aus. Dann kann ich dich künftig eben noch besser unterstützen und dir ein Beitrag sein, dass du auch ein Teil dieses Puzzles wirst, dieses großen Puzzles und mit deinem Teil das einfügst, was du mit hierher gebracht hast, um die Welt zu dem Ort zu machen, wie wir es eigentlich gerne hätten und auch so zu hinterlassen für unsere Nachfahren, für unsere Kinder und Kindeskinder. Danke, danke für dein Dabeisein. Hinterlass mir gerne einen Kommentar noch, inwieweit das hier auch ein Beitrag für dich war. Deine Aha-Effekte von heute Morgen, so wie die Miriam das ja auch hier geteilt hat. Und ja, füll gern das Formular aus, damit ich weiß, wo du gerade stehst, welche Schritte, was dir da noch fehlt und wie ich dir dann noch besser ein Beitrag sein kann. Denn niemand kann allein die Welt retten, aber alle gemeinsam können wir ganz, ganz viel bewegen. In diesem Sinne, hab noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.